Es geht weiter mit The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und ich weiß jetzt, wie wir weitermachen, denn ich muss mich da dranhängen. Das konnte ich wohl erstmal nicht, weil der Ventilator ja noch aktiv war. Und da kann ich wieder hoch. Ich stelle mich auch an, ne? Wie gesagt, ich und 3D-Steuerung, das ist... Wir werden niemals Freunde. Und... Ach, Mann. Und lass mich nur mal den Part eröffnen. Ja, wenigstens konnte ich hier nicht drauf. Auf jeden Fall... Ich bin vielleicht ein bisschen genervt von dem Dungeon langsam. Ich will langsam raus. Ich mag den Dungeon echt. Der war cool, war schon schwer. Auf jeden Fall müssen wir uns da dranhängen. Dann das Ziel runterfallen lassen. Und dann von hier aus an das Teil dran. Das habe ich nicht so ganz gecheckt irgendwie. Und damit geht der Ventilator an, wodurch wir jetzt in Richtung Boss kommen. Sehr schön. Gut, muss halt erstmal drauf kommen. Ich habe ja noch beim letzten Mal so meine Probleme damit gehabt. So, jetzt haben wir aber endlich soweit alles erledigt. Die letzten Truhen sind jetzt noch direkt auf dem Weg. Und der Boss wartet dann schon mal ganz oben auf uns. Ja, Mann. Ich wollte halt wieder so mein typisches So, ja, jetzt haben wir es geschafft sagen. Und ja, doch nicht so leicht. Bis dahin geht auch nicht direkt. Ich hoffe jetzt nur, diese Drachen bauen jetzt keinen Mist. Ich hoffe es. Oh, sehr schön. Die werden von dem Wind einfach zerstört. Cool. Weil ich habe jetzt nämlich keine Feen-Pokémon dabei. Ist das Problem. So. Ja. Ja, flieg einfach weiter. Sehr schön. Oh, geht das? Ich hoffe, es geht. Okay, gut. Gott. Lasst mich einfach in Ruhe, ja? Okay, gut. Die böse Gegnermusik ist weg. Die eher eintönige Musik ist wieder da. Ich habe es ja schon gesagt, ich finde den Zelda's Twilight Princess Soundtrack. Oh, nein, da war was. Da war noch eine Truhe. Bis auf einige Ausnahmen, jetzt zum Beispiel das Overworld 3 mag ich sehr. Aber ich finde vor allem die Dungeon Tracks sehr eintönig. Wie ja schon gesagt. Oh, das ist sogar eine blaue Truhe. Wahrscheinlich ein Stempel, weil irgendwo muss das ja hin. Ja, oder 50 Rubine. Auch okay. Gut. Und ja, damit gehen wir jetzt nun die letzten Ebenen noch hinauf zum Boss. Und ich bin gespannt, wie der so sein wird. Mir wurde gesagt, der wäre ziemlich scheiße, ziemlich schwer. Also ich bin gespannt, was mich erwartet. Oh, okay. Da ist ein Crystal. Nochmal eine Riesenpassage, die wir bewältigen müssen. Und fast zweimal der Miniboss? Was? Wurde ja schon degradiert zum normalen Gegner, ja? Was, aber warum zweimal? Was zur Hölle? Ja, mach mal irgendwas. Sehr schön. Man kann das ja zum Beispiel von Skyward Sword, dass man gerne mal Bosse degradiert hatte. Aber direkt hier zweimal. Okay, aber die scheinen etwas abgeschwächt worden zu sein. Gut, wurden etwas genervt. Sehr schön. Mach dein Schild. Zeig ihn mir. Danke. Und jetzt nimm das, du Arsch. Ja, ist mir so egal. Mach mir einmal Schaden, aber dafür bringe ich dich jetzt komplett um. Okay, gut. Ich habe jetzt gedacht, das wäre viel schlimmer. Ein paar Herzen wäre noch gut. Was aber auf jeden Fall feststeht, es ist eindeutig der bisher schwerste Dungeon. Ich würde sogar behaupten, das ist allgemein einer der schwersten Dungeons überhaupt in Zelda. Also die ich bisher gespielt hatte. Weil der war schon lang, es gab viele schwierige Passagen, vieles, worauf man auch nicht so schnell kam. Ich habe ja schon gesagt, er lebt zwar weniger von den Rätseln, sondern mehr vom... Ja, so ein bisschen Erkunden und von Platforming-Passagen und sowas. Aber gerade das hat es auch ein bisschen schwer gemacht, vor allem, weil man ja auch schnell mal Sachen übersehen kann. Und das ist mir auch oft passiert in diesen Dungeon. Hat ja auch entsprechend viele Parts gedauert. Ah, okay, hab ich mir schon gedacht, das bringt das zum Drehen. Sehr schön.
Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt gleich keine Truhen übersehe. Weil ich meine... Ey! Hä? Das hat doch... Hätte doch locker gereicht. Echt nicht? Wow. Das Spiel ist ja großzügig. Na gut, muss ich dann gleich die nächste Chance nutzen. Komm schon. Ja. Da ist doch bestimmt dann noch eine Truhe. Ey. Ey, schon wieder? Ey. Das war jetzt assi. Das hat 1 mm. Und weil das wurde mal so angezeigt, so, ja, du kannst das jetzt nutzen. Und das ist echt ein Bruchteil von einer Sekunde, wo man Zeit hat, das anzuvisieren. Das ist assi. Das muss nicht sein. Nee, bitte nicht. Vielleicht ein bisschen weiter unten, so. Ey! Hallo? Was? Sollte aufhören, mal das Spiel zu meckern. Das Spiel ist ja gut, aber... Ach, das ist ein bisschen frustrierend. Hätte ich mich jetzt weiter nach außen festhalten müssen, damit das geht? Oder geht's von da aus? Auch nicht. So. Gut, muss ich so ein bisschen blind machen. So. Okay, wo ist die Truhe? Da war doch noch eine, oder? Da hatten wir doch schon alle. Achso, nee, wir haben schon alles. Okay, gut. Auf jeden Fall kann ich mich dann da dran hängen. Und diesmal halte ich mich schön außen fest. Wenn ich darf. Danke. Gut. So, okay, da ist das nächste Teil. Okay, ich muss also manchmal so ein bisschen voraussehen, wann ich greifen muss. So zum Beispiel. Gut, langsam habe ich es raus. Und da ist die fette Boss-Tür. Wo sind da Gegner? Ich habe keinen Bock auf Gegnasse. So, dreh dich. Mach schneller. Komm schon. Ist das richtig, wenn ich mich jetzt daran festhalte? Okay, ist es. Sehr schön. Das Crystal hat mal wieder gewirkt. Was zur Hölle? So. Gut. 3 Herzen. Ich denke mal, das Spiel hat einen Grund, uns so viele zu geben. Auf jeden Fall, dann stellen wir uns nun dem Boss. Vor allem haben wir den Schattenspiegel ja auch vervollständigt, damit wir dann ihn besiegen. Ich bin gespannt. So, ja, ich weiß, die letzten Meter sind dann schon ein bisschen frustriert, auch weil es auch voll viel Offscreen gemacht werden musste. Sehr viel. Und... Na gut, auf jeden Fall ist jetzt der Boss da. Und ich bin gespannt, was hier auf uns zukommt. Ich glaube, ich muss hier erstmal noch ein bisschen hochlaufen. Kann das sein? Oder erscheint er gleich in so einem epischen Auftritt? Weil ich sehe jetzt hier nichts, dass ich jetzt irgendwie voran könnte. Muss ich darüber? Hä? Der Boss hat noch nicht mal angefangen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wow. Ich sehe da gerade so Efeu am Rand. Muss ich da dran? Oh, ja, tatsächlich. Okay. Ach so, da oben drauf. Okay. Oh, das sieht schon nach einem Riesenfeld aus. Ja. Okay. Hi. Hat so ein bisschen was von so einem Stadion. Nur mit diesen fetten Scheinwerfern. Wie kein Boss. Okay. Ja, der rotäugige Metalldrache. Okay. Hi. Da kommt er mit seinem epischen Auftritt. Fliegender Feuerdrache Agorok. Oh, okay. Was kann er denn so? Ich habe das Gefühl, ich kann mich an seinen Schwanz festhalten. An seinen Hintern. An seinen Schweif. Okay.
liegen so ein paar Totköpfe rum. So ein paar Skelette. Muss ich vielleicht erstmal nach oben? Ich bin allgemein gespannt, was der so drauf hat. Ich habe das Gefühl, ich soll erstmal nach ganz oben. Dann machen wir das mal. Da kann ich mich doch, draufstellen, ne? Ach so, das ist eines von den Dingern, wo ich mich nicht draufstellen kann. Okay. Mache ich jetzt irgendwas richtig? Oh, der kommt näher. Hä? Was zur Hölle? So. Vielleicht mit den... Ah, sehr schön. Das mag der überhaupt nicht. Ah. Ich mag diesen Schrei. So, was passiert nun? Aha, seine Rüstung geht weg. Was? Achso, ich konnte ihn gar nicht angreifen. Na gut, vielleicht muss ich ihn auch erstmal auf den Boden bringen. Auf den Boden der Tatsachen. Bis das geht. Oder hätte man jetzt noch angreifen können sollen? Tuten tun? Aber na gut, letztendlich ging ja Rüstung weg. Also wir haben ihm ja Schaden gemacht. So. Dasselbe nochmal. So. Ist das echt alles? So. Okay, jetzt hat er sowas... Das ist auf jeden Fall sowas freigesetzt auf dem Rücken. Okay. Mhm. Kriegt jetzt eine zweite Endboss-Form mit noch mehr Flügeln. Ich habe das Gefühl, der Kampf geht jetzt erst richtig los. Habe ich dich wütend gemacht und... Jetzt regnet es auch noch und jetzt sieht er nicht mehr so cool aus wie früher. Ich glaube, er ist jetzt wütend. Boah, was mit dem Gewitter? Das sieht aber richtig geil aus im Kampf. Das hat echt was. Okay. Ach, diese Dinger. Ach, die wachsen dadurch. Ja, ich glaube, der Kampf wird jetzt erstmal richtig interessant. Das finde ich cool. Ich finde allgemein so Gewitter-Setting für einen Kampf ist immer geil. Das kommt immer gut. Ich liebe sowas. Ich liebe allgemein immer so, wenn das Setting sich irgendwie an dem Kampf anpasst und sowas. Vor allem so Gewitter, das kommt einfach immer gut. Mit sowas kriegt man mich immer. Yay? Ja, schön, dass er jetzt genau da stand, wo ich nichts mehr machen kann. Gut gemacht, Link. So. Oh, Moment. Ach so, stimmt, der hat das Teil ja gar nicht mehr. Oh. Der hat ja dieses Teil gar nicht mehr da unten. Das heißt, ich kann mich gar nicht mehr an dem ranziehen. Da muss ich jetzt irgendwie nach oben kommen. Und gleichzeitig auf den Drachen achten. Auf Agorok. Ich glaube, da kommt der. Ja. Schnell weg. Oh Gott. Okay. So. Sehr gut. Denk mal, das wird schon irgendwas bringen, wenn ich mich jetzt erstmal hier so ein bisschen rumhangel. Achso, ich hätte mich einfach so anvisieren. Jetzt ist doch viel einfacher. Jetzt ist nur die Frage, was jetzt von mir erwartet wird. Ah, das ist echt cool, wenn wir jetzt praktisch einen Luftkampf hier haben. Also in Sachen Atmosphäre ist der Kampf wirklich geil. Und ich den... Ah, Moment, dieses Teil da hinten. Kann das sein, dass ich... Aha! Aha! Und rein da. Oh, nice. Also der Kampf ist wirklich episch gemacht, wow. Komm schon. Ja, okay, ging nicht. Ich konnte ihn gerade nicht mehr richtig angreifen. Aber okay, wir haben viel Schaden gemacht. Gut. Da machen wir dasselbe jetzt nochmal.
Ja, komm, mach erstmal hier dein Feuer. Ja, oder da unten noch besser. Ist ja schon abgelenkt. So, dann rüber. Okay, da komm nach oben. Aber du kriegst mich nicht. Ich bin zu schnell. Gotta go fast. You're too slow. So, noch ein bisschen weiter. Ein noch. Ich glaube, das sollte reichen. Kannst du mit deinem Dauerfeuer aufhören? Ah, verdammt, jetzt hat er sich wieder rüber gestellt, so ein bisschen. Ah, nicht so toll. Nee, ich muss, glaube ich, so lange machen, bis der wirklich aufhört, das Feuer zu speien. So. Nimm das. So, sehr schön. War das alles? Oder kriegt das noch eine dritte Form? Beziehungsweise, ja, okay, eine neue Form hat er nicht. Er hat seine Rüstung abgelegt und ist mehr Akku geworden. Aber ich mag den Kampf bisher, wie er ist. Schnell rüber. Der ist schon so ein bisschen aggro. So. Gut, wieder die alte Leier. So ein bisschen rüberziehen. Dann haben wir es. Komm schon, mach noch mal dein schönes Feuer. Ja, muss ich nur ein bisschen provozieren erstmal. So. Gut. Ich werde jetzt aber erstmal so lange warten, bis der auch wirklich. Oh, jetzt macht er es nochmal. Oh! Oh! Jetzt war ich ein bisschen langsam. Jetzt habe ich zwar die ganze Zeit die Richtung geändert, aber jetzt hat der mitgedacht. Aber ich habe ja auch gedacht, er muss noch irgendeine Steigerung haben, der Kampf. Das macht ihn auf jeden Fall auch ein bisschen schwieriger, bisher wieder ist. Nein, warum wieder das? Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Wenn das einfach zu viel des Guten wird. Nein. Das ist so ganz blöd, weil dann ist Link da, der hält sich da so oben fest und man kann nicht mehr in den Enthaken oder überhaupt irgendwas nutzen. Dann hängt er da einfach und macht gar nichts. Also nichts zu weit oben dran hängen. So, dann hänge ich mich jetzt mal in die andere Richtung. So, die Frage, wie kann ich das umgehen, dass der mich nicht trifft? Da vielleicht auch nicht mal zu schnell den Knopf mashen, weil sonst kriege ich nicht so direkt das nächste Teil. Weil Link sonst den Endhaken wieder einzieht. Vielleicht die Richtung ändern? Jetzt sehe ich warum. Oh, das muss ich so ein bisschen voraussehen. Ja, okay, ich darf mich nicht nur darauf verlassen. Okay, gut, hab's verstanden. Das habe ich zu spät gesehen. So. Sehr gut. Also der predicted mich jetzt langsam so ein bisschen. Ja, komm, mach mal dein Feuer. So, jetzt. Oh Gott, das war knapp. Ja, obwohl eigentlich habe ich mal noch ein bisschen Zeit, bevor er sein Feuer macht. Oh, schnell! Schnell! Moment. Nee, nicht dort. Was machst du da liegen? Darüber! Gott! Ja, okay, der wechselt mal einmal die Richtung. Gott! Man muss das immer schnell anvisieren und so. Okay, gut. Bleib so stehen, dann komme ich an deinen Rückenteil dran. So! Oh, das war fies. Man muss so schnell reagieren. War ein, ja, okay, ich denke mal, das war's. War ein cooler Bosskampf. Hat mir gefallen. Die Atmosphäre war gut, der war schon schwer. Man muss erstmal ein bisschen den Gegner entdecken, sag ich mal, wie der so sein wird.
Nice. Gut. Überleben wir das noch? Hä? Wie ist Link jetzt nach unten gekommen? Hat er seine Tricks oder was? Der war doch gerade noch ganz oben bei dem Viech und müsste jetzt eigentlich total sterben und so. Auf jeden Fall, damit haben wir nun die letzte Scherbe. Und damit dürften wir zu Zanto kommen. Geschafft, Link. Die vierte Spiegelscherbe. Jetzt haben wir sie alle. Das stimmt. Sag mal, Link. Erinnerst du dich an das, was die Weisen gesagt haben? Die haben so viel gesagt. Nur der vom Schattenvolk anerkannte Herrscher ist in der Lage, den Schattenspiegel zu zerstören. Zanto konnte den Schattenspiegel nur in Scherben zerbrechen. Also ist er der falsche Herrscher. Okay. Beziehungsweise darf Zanto, sorry. Man soll hier mit seinem vollen Namen aussprechen. Los, Link. Auf zur Spiegelkammer. Betrüger bleibt Betrüger. So fein er sich auch kleidet, gegen den echten Herrscher kommt er nicht an. Beweisen wir es ihm. Okay, sind wir jetzt damit der echte Herrscher oder Midna? So, außerdem noch ein Herzcontainer und... Na gut, hauen wir ab. Ja, ich habe nichts vergessen. Alles gut. Wir haben alles erledigt in dem Dungeon. Also insgesamt wirklich cooler Dungeon. War aber echt hart. Aber na gut, das soll es ja auch sein. War ja schließlich auch einer der letzten. Das soll natürlich auch nicht leicht sein. Und ja, wir speichern. Der Aufnahme ist auch soweit alles okay. Oh, das ist so lame, wenn dann mal irgendwas mit der Aufnahme mal nicht stimmt oder sowas. Ich habe das Glück, dass ich eigentlich mal sowas ziemlich selten erlebe. Aber wenn sowas passiert, das ist schon scheiße. Wie kommen wir jetzt nur weg von hier? Kann ich mich einfach porten? Nee. Obwohl, was sagst du denn dazu? Wie kommen wir hier weg? Ja. Vielleicht will ich zurück auf die Erde. Oder kann ich mich jetzt mit dem Ding wieder zurück porten lassen? Obwohl, dann lieber andere Richtung, oder? War das die Richtung? Nee. Nee, doch nicht. Sah erstmal so aus. Oh, der Wind nervt. Mann. Ich will doch nur da rein. Weil das wird schon irgendwas bringen, denke ich. Ja gut, Feuer uns wieder zurück. Tut ja auch überhaupt nicht weh. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. So. Aber gut, wir kennen aus Videospielen, sobald man in Wasser fällt, ist alles okay, egal aus wie viel 1000 Kilometer Höhe man fällt. Alles gut. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir nun da zur Spiegelkammer gehen und den Schattenspiegel wieder vervollständigen und so. Ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht stark genug. Deswegen würde ich sagen, den nächsten Part oder vielleicht sogar die nächsten 2-3 Parts werden wir erstmal noch ein paar Herzteile sammeln und überhaupt noch ein bisschen Nebensächliches machen. Dass wir so ein bisschen, ja, die 100% vervollständigen. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wie das ist, ob dann jetzt das Finale kommt, wenn man dann jetzt den Schattenspiegel vervollständigen. Weil, na gut, da wird Zanto auf uns warten. Man weiß ja nicht, mit Ganondorf wird wahrscheinlich noch irgendwas passieren. Man weiß es halt nicht. Aber ich gehe mal von aus, dass danach so langsam schon so der Final-Dungeon kommt. Und deswegen würde ich sagen, werde ich mich dann erstmal um möglichst alles andere kümmern. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Seid beim nächsten Mal dann weiterhin dabei. Und bis dann!